Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur GCN-Show live aus dem Home of Cycling in Bath. Ja, auch ich begrüße jeder Mann und jeder Frau und freue mich auf Zeitfahranzüge im Kleinwagenpreissegment und auf Girlsche Bergziege. Jeder Mann und jede Frau liegt auch heute im Fokus, denn wir waren bei Frankfurt Eschborn und wir sind richtig angefixt. Wo kann man sonst noch starten? Wir stellen unsere Favoriten vor. Favoriten gab es bei unseren Gewinnspielen im Vorfeld zwar keine, trotzdem werden heute die Gewinner und Gewinnerinnen bekannt gegeben. Und weißt du was, Tobi? Es gibt heute auch schon wieder was zu gewinnen. Tobi, wie gefällt's dir hier? Ich finde, die Presenter sehen nicht so gut aus wie wir, oder? Ja, eigentlich ganz ordentlich. Hier steht einfach eine Rocket Espresso for free rum. Ich würde mir gerne noch einen Kaffee holen, aber wir müssen die GCN-Show moderieren. Und wir haben einige Gewinner aus der vergangenen Woche oder von unserem 100K-Special. Ja, richtig. Die wird es natürlich ein bisschen dauern, die alle vorzulesen, bis wir die alle drin haben. Deswegen fangen wir auch direkt an. Wir fangen an mit dem Komoot-Abonnement. Und das hat gewonnen die Monika Aschmiss. Da sagen wir herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit dem Abo. Ich mache weiter mit den Reifen von unserem Partner Challenge. Da gab es einmal die Straßenversion, den Strada plus zwei Latexschläuche. Der geht an den Bruno Kessler. Und der Getaway-Reifen mit Dichtmilch, der geht an Beate Beeth. Dann gehen wir weiter zu den Sitzgelegenheiten. Wir kommen zum Stella Idalia Model X Green Flow. Und das hat gewonnen Yvonne Fengels. Glückwunsch. Dann kommen wir zu dem Favoriten von Richie, dem Bundle von Wahoo, dem Element Bold. Der geht an Aljoscha Schöttner. Glückwunsch, Aljoscha. Wir kommen zu den CD-Preisen. Da waren ja Handtücher und Handtuch und Rucksack in Kombination. Wir machen erstmal die Handtücher. Das erste geht an Jakob Held, das zweite an Christoph Hanke und das dritte an Leonard Masur. Tobi, wer bekommt Rucksack und Handtuch? Rucksack und Handtuch bekommt einmal der Chris Weyhe und der Jannis Stalb. So, und dann haben wir natürlich noch ein signiertes GCN-Trikot von uns beiden. Und mal gucken, wer sonst noch so unterschreibt. Wir finden bestimmt ein paar. Und das geht an den Oliver Butt. So, und das waren die offiziellen Preise. Jetzt haben der Tobi und ich natürlich noch, um ein persönliches Dankeschön vorbeizubringen, ebenfalls noch ein Gewinnspiel gemacht. Da haben über 720 Teilnehmer mitgemacht. Dafür erstmal ein dickes Dankeschön. Und der Tobi, der hat die Gewinner bzw. Gewinnerinnen am Start. Ich habe das Ganze ausgewertet und es haben exakt drei Leute alle Fragen richtig beantwortet. Das gibt's doch nicht, aber habe ich meiner Familie extra so gute Tipps gegeben. Ja, ja. Einmal der Manuel Hufnagel und der Robert Brosch und einmal nur der Michael. Ja, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, ich denke für die große Competition, da werdet ihr auch ja, eure E-Mail-Adresse angegeben haben, da werdet ihr auch als Gewinner benachrichtigt. Und ja, die anderen drei, die wir jetzt vorgelesen haben, wo wir so unsere privaten Preise raushauen, die sollen sich einfach mal bei Social Media, beim GCN-Kanal oder bei uns melden und dann lassen wir euch was zukommen. Richtig, wir lassen uns da was Feines einfallen und auch, ja, Sidi hat sich wieder was Feines einfallen lassen, denn ihr habt wieder die Chance, was abzugreifen und zwar den Sidi Shot 2 hier in der... Du fährst den, ne? Ich fahre den, richtig. Sehr, sehr guter Schuh, sitzt am Fuß wie angegossen, kann ich nur wirklich weiterempfehlen. Und ja, da muss man keinen Cent für bezahlen, wenn man folgende Frage richtig beantwortet. Und zwar, wie heißt das neue Pushflex-Verschlusssystem am Shot 2? Kleiner Reminder von meiner Seite aus noch, die Schuhe, wenn man die haben will, sind nur in Größe 39 und dann wieder von 41 bis 47 verfügbar. Nur wer halt eben Schuhgröße 40 hat, ja, für den tut es uns leid, aber da war eben leider nichts mehr verfügbar. Viel Glück bei der Teilnahme. Und Tobi, dann haben wir noch eine ganz, ganz kurze News zu einer Girlschen Bergziege, ne? Ja, der gute Rick Zabel, der hat es wieder getan und nach 2020 hat er es geschafft, über das Einzelzeitfahren, wo es so ein Segment gab für die besten Bergfahrer oder so fürs Bergpreisklassement, sich ins blaue Trikot des besten Bergfahrers zu mogeln. Und das, obwohl der Rick Zabel ja nicht so als Bergfahrer bekannt ist, ne? Ja, das hat er sich fein ausgeguckt, ist ins blaue Trikot geschlüpft, indem er da nur ganz kurz mal All-Out gefahren ist. Wir sagen Glückwunsch, geile Aktion. Und ja, wir freuen uns auf weitere Tage in Blau von Rick Zabel. Wir haben uns dazu entschlossen, in der heutigen Show mal ein bisschen über jedermann bzw. jeder Frau Rennen zu quatschen, Tobi. Und ja, Anlass dazu hat uns gegeben eine E-Mail. Und zwar kam die vom guten Till. Der wohnt in Schweden, ist aber fleißiger GCN auf Deutsch Zuschauer. Liebe Grüße erstmal. Und der hat gesagt, ey Jungs, habt ihr nicht mal Bock, so eine kleine Auswahl zusammenzustellen?
Und da haben wir Bock drauf, vor allem jetzt eben nach dem Rennwochenende bei Finanzplatz Eschborn, wo wir live am Start waren. Er hat uns auch gleich ein schwedisches Rennen genannt, der sogenannte Vetterrundern. Da umrundet man bei ca. 300 Kilometern so einen See in Schweden. Das ist auf jeden Fall ein nice Event mit über 18.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und ja, ich denke, Tobi, so Jedermann-Rennen, die sollte es ja in der ganzen Welt geben, gell? Ja, da gibt es so einige. Das Vetternrundern, das ist auch ziemlich hart, also über 300 Kilometer, da muss man schon richtig fit sein. Das größte Jedermann-Rennen übrigens, das findet in Südafrika statt, die Cape Town Cycling Tour. Da sind über 35.000 Teilnehmer und die können eine Strecke über 109 Kilometer fahren mit 1220 Höhenmetern, also so Mittelgebirgsterrain. Und das ist einfach ein Riesen-Event, also 35.000 Leute, das ist ja wie ein Fußballstadion voll, nur auf Fahrrädern. Nur auf Fahrrädern, ja, natürlich gibt es diese Jedermann-Rennen eben nicht nur in Schweden oder sonst wo oder in Südafrika, sondern natürlich auch bei uns in der Dachregion. Bevor wir darüber sprechen, haben wir uns überlegt, okay, was ist eigentlich überhaupt der Anreiz, um an so einem Jedermann-Event teilzunehmen? Und da mussten wir gar nicht so lange überlegen, denn ja klar, man kann eben einfach mal einen Tag fahren wie die Profis. Man hat ein großes Feld, die Strecke ist abgesperrt, keine nervigen Autos, die einen dabei behindern, Bestzeiten zu erstellen. Man fährt zum Teil auch über die gleichen Strecken wie die Profis. Also bei Eschborn-Frankfurt, wo wir jetzt waren, da geht es über den Feldberg. Also man kann sich da auch zeitlich an den Profis messen. Sieht's aus. Bei der Deutschland-Tour kann man auch dann einen Tag in Stuttgart. Also rund um Köln fällt mir da ein, aber zu den genauen Terminen kommen wir später. Dann gibt es natürlich immer auch noch natürlich ein Rahmenprogramm, irgendwie eine Fahrradexpo, wo man sich über neueste Technik oder neueste Fahrräder ja, austauschen kann oder informieren kann. Das ist dann eher was für dich. Ist eher was ich interessiere mich eher für die Goodiebags im Zielbereich. Ja. Die habe ich auch fleißig bei Finanzplatz Eschborn getestet. Sehr, sehr gute Riegel, haben mir sehr gut geschmeckt. Und das ist natürlich auch was. Ne? Verpflegung ja. Gibt es natürlich auch. Und coole Fotos von der Rennstrecke, die bekommt man meistens eben auch noch mit dazu. Das heißt, wer eben noch nicht das Bild mit der perfekt ausdefinierten Wade zu Hause hat, der kann sich da eben auch noch mal umschauen. Und was mir aufgefallen ist in Eschborn, was einfach super cool war, du triffst dich da einfach mit 6.000 Gleichgesinnten. Also die sind alle ins Ziel gekommen, alle haben miteinander gequatscht, obwohl sie sich vorher noch nie miteinander getroffen haben, sind dann zusammen in einer Gruppe irgendwie ins Ziel gekommen und jeder hatte dann eine Heldengeschichte zu erzählen. Ne? Ja, und dann guckt man sich vielleicht noch zusammen das Profirennen danach an, hat einfach einen richtig geilen Radsporttag. Und diese geilen Radsporttage, die kann man überall in der Dachregion haben. Wir fangen mit Deutschland an und haben uns da mal so ein paar Rennen rausgesucht. Ich beginne mit dem Rennen, was ich ja eben direkt bei uns vor der Haustür habe, Finanzplatz Eschborn. Das war natürlich jetzt schon traditionell eben immer am 1. Mai. Und es gibt aber auch noch einige weitere Jedermann-Rennen in Deutschland, Tobi. Ja, ganz bekannt auch rund um Köln. Das findet jetzt im Mai statt, am 22. Grob gesagt, man kann auch unterschiedliche Strecken fahren. Also Man muss jetzt nicht super fit sein. Es gibt da mal eine kürzere Strecke und eine längere. Und die gehen so zwischen 50 bis 120 Kilometer, würde ich jetzt mal sagen. Dann zur Deutschland-Tour gibt es ein Jedermann-Event. Dann auch immer ein großer Termin, was mir immer früher als Profi aufgefallen ist, der Münsterland-Giro am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit. Und dann findet ja jetzt auch wieder in Hamburg ein Jedermann-Rennen statt. Ne? Das ist, glaube ich, das Größte in Deutschland. Ich glaube auch, die Cycle Classics, die finden in Hamburg immer statt. Und gerade habe ich gesehen, wurde ich auch noch mal in Berlin hier beim Velocity eingeladen. Da soll ich doch mal mit irgendeinem witzigen Fahrrad vorbeischauen. Habe ich hier beim Paddy gesehen, bei unserem Kollegen. Da gucken wir mal, ob wir da am Start stehen. Vielleicht verschlägt es uns aber auch raus aus Deutschland nach Österreich, Tobi. Oder uns verschlägt es nicht nur auf einen Tag, sondern sogar richtige Etappenrennen. Die gibt es nämlich in der Jedermann-Szene auch. Wie zum Beispiel im Schwarzwald, der Riderman, der da sehr bekannt ist. Das sind insgesamt 236 Kilometer über 3 Tage verteilt. Meistens gibt es da irgendwie auch ein Zeitfahren. Aber du hast es angesprochen, das Ausland. Und ich bin ja auch schon mal so ein Jedermann-Event, wo es auch ein Profirennen zu gibt, gefahren. Und zwar beim King of the Late am Attersee. Ein richtig geiles Event, abgesperrte Strecke. Und da kannst du 40 Kilometer um den See heizen. Und ich war da ein bisschen enttäuscht von deiner Performance. So wie 4 Minuten haben dir gefehlt, um unter die 1-Minute-Marke zu kommen. Und ich glaube, da kannst du auf jeden Fall besser. Da brauche ich das neue Rad oder den Anzug, der nachher in den Tech-News kommt. Österreich hat natürlich auch noch den größten Radmarathon zu mieten, den Ötztaler, den Ötzi. Das ist ja auch immer dann hart und kämpft, auch beim King of the Lake. Da sind die Startplätze limitiert und man muss dann einen kompletten Bewerbungsprozess durchlaufen und wird dann ausgelost, um einer der glücklichen Starter zu sein. Ich fand noch ganz cool den Großglocknerkönig, beziehungsweise den Glocknerkönig, so heißt das Ding. Das sind dann eben nur 29 Kilometer, aber dafür gleich 1800 Höhenmeter, also quasi in Bergzeitfahren. Verrückt, was es da eben alles gibt. Es gibt auch die kürzere Variante mit 13 Kilometern und nur 1300 Höhenmetern. Das reicht dann wohl auch.
Und in Österreich gibt es natürlich noch ein absolutes Highlight. Und unter anderem auch deswegen, weil man uns treffen kann, ist ja klar, Tobi, so viel Bescheidenheit muss sein. Das Global Bike Festival in Saalbach. Vom 16. bis 19. Juni, muss man sich merken. Und dazu braucht ihr auch Tickets. Und da könnt ihr auch ein bisschen was sparen, ne? Richtig. Also wenn ihr Ritchie25 eingebt, dann spart ihr 25%. Genau. Und wenn ihr das macht, dann komme ich auch in so einem Ranking. Das haben wir hier bei uns in der Privat, zwischen Tobi und mir haben wir das eingestellt. Und kriegt Bier von mir gratis ausgegeben. Ja, das sage ich jetzt einfach mal. So Hand drauf mit den imaginären Zuschauern und Zuschauerinnen. So, genug gequatscht. Wir gehen weiter und zwar in die gute Schweiz. Und da gibt es eine Fahrradlegende, die eben auch mittlerweile Jedermann-Rennen organisiert. Fabian Cancellara. Ja, der hat verschiedene Challenges oder diese Serie nennt sich Chasing Cancellara. Da hat er verschiedene Termine, zum Beispiel in Zürich, in Zermatt am 28. August. Das ist auch richtig lang mit 280 Kilometer und 6500 Höhenmeter. Dann kenne ich noch die Berner Rundfahrt, da gibt es auch ein Profirennzug, da bin ich auch mal gefahren. Da gibt es neben der Organisation für das Elite-Rennen auch halt ein Jedermann-Rennen auf diesem Kurs. Also sehr interessant und in der Schweiz alles eher bergiger, also man sollte da ein kleines Kettenblatt auf jeden Fall mitbringen. Etappenfahrten haben sie auch, Tobi. Ja, eine Tour de Station. Ich glaube, unser Presenter-Kollege Olli Bridgewood ist das mal gefahren, hat sogar dort Alberto Contador abgehangen. Und da die Challenge Tour de Suisse vom 12. bis zum 19. Juni. 1.343 Kilometer und 21.185 Höhenmeter. Tut mir leid, ich habe dich unterbrochen, aber das wollte ich mir nicht, wollte ich mir nicht klemmen. Finde ich nämlich ziemlich beeindruckend. Ich wollte mir das eigentlich zum Ende aufheben. Also man sieht, die Jedermänner können quasi auch eine Tour de Suisse für jeder Mann, jeder Frau fahren. Da wird auch an den Kilometern und Höhenmetern nichts gespart. Ich habe eine ganz coole Internetseite gefunden, wo man eine super Zusammenfassung findet und auch einfach nach Land oder Region die Rennen und Art des Rennens. Also man kann auch zwischen Gravel-Events auswählen oder Rennrad und ob es bergig sein soll etc. Und zwar cycloworld.cc, da kann man einfach mal vorbeischauen. Da findet man eigentlich wirklich Jedermann-Rennen der Welt. Richtig. Find ich krass. Wir haben das auch gemacht, wir haben das genutzt für unsere Recherche und sind auf insgesamt 131 Veranstaltungen in Deutschland, 59 in Österreich und 49 in der Schweiz gestoßen. Also da kann man wirklich jedes Rennen. Nur fürs Rennrad. Ja, richtig, nur fürs Rennrad. Da kann man wirklich jedes Wochenende, jede Woche gefühlt was anderes fahren. Da ist für jeden und jede irgendwas geboten. Und wir natürlich jetzt mit der obligatorischen Frage an die Zuschauer. Leute, bei welchen Rennen standet ihr schon am Start? Was wollt ihr unbedingt mal machen? Was sollen wir vielleicht auch mal machen? Weil ich glaube, Tobi, ich sehe dich beim Großglocknerkönig auf jeden Fall mal die Bestzeit angreifen. Und schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt, wie viele von euch eben auch wirklich an Rennen teilnehmen. Ja, schreibt das sehr gerne rein. Vielleicht haben wir auch noch einen Termin vergessen, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Und damit geben wir ab, an euch in die Kommentare zu schreiben. Und zu uns in die Tech News. Ich hänge ja weniger im Internet rum und suche nach den neuesten technischen Neuheiten. Ich bin eher bei den Live-Rennen am Start und da habe ich was gesehen. Die Jungs zum Beispiel vom Team UAE, die rollen da doch auf einer neuen Bolide umher, oder? Ja, vielleicht hättest du auch einfach deine E-Mails lesen sollen, denn wir haben eine Benachrichtigung bekommen, denn Colnago hat ein neues Zeitfahrrad rausgehauen. Ich habe es schon ein bisschen vorher gewusst aus dem Buschfunk. Und zwar haben sie das K1-Modell, was sie ja in den vergangenen... K1 ist ein Rapper in Deutschland. K1, ja, so hieß das alte Zeitfahrrad. Damit hat ja auch Pogacar die erste Tour de France-Etappe oder die erste Tour de France für sich entschieden, indem er beim letzten Zeitfahren Roglic noch das Trikot abgenommen hat. Also es war kein schlechtes Rad, aber sie haben das Ganze nochmal verbessert und im Windkanal natürlich in Zusammenarbeit mit den Profifahrern, mit Mikkel Bjerg etc. Getestet. Und sind dann auch wirklich dieses spektakuläre Fahrrad gekommen mit so runtergesetzten Sitzstreben hinten. Also das sieht wirklich super futuristisch aus, sieht auch mega schnell aus. Und das Team UAE ist seit dem Giro auf den Rädern unterwegs und auch nicht schlecht. Also João Almeida ist natürlich der Mann fürs Gesamtklassement, der da den Giro gewinnen soll für das Team. Und der ist auch ein ordentliches Zeitfahren gefahren. Und ich würde sagen, ich bräuchte das Ding für King of the Lake, oder? Wie siehst du das? Ey, wenn ihr Bock habt, dass der Tobi auf der Karre King of the Lake fährt, dann müsst ihr das in die Kommentare schreiben. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht irgendwie hinkriegen. Wir können natürlich nichts versprechen. Das ist jetzt hier einfach eine spontane Idee zwischen uns entstanden. Also keine Garantie, aber ich fände es auf jeden Fall feierlich, dich da zu sehen. Komplett ausgestattet. Ja, erhältlich auf dem Markt. Also zurzeit ist es als Prototyp noch angemeldet. Erhältlich wird es im Herbst sein, ähnlich wie die Gravel-Modelle und das Allroad für das C68. Also vielleicht muss ich noch bis Herbst warten oder die Leute aus Cambiago schieben mir irgendwie so eins. Du bist so ein Promi, mein Gott. Genau. Und weißt du, was du auch noch kriegen solltest? Den Zeitfahranzug von Simon Yates. Den hat er beim Giro getragen. Er hat das Zeitfahren der zweiten Etappe gewonnen.
Und rat mal, was er dafür gelöhnt hat. Schlappe 2750 Pfund für den Anzug. Da kann man mal ganz kurz nach Luft schnappen bei den Preisen. Scheint ihm aber den Sieg eingebracht zu haben. Vielleicht waren es aber doch die Beine, wir wissen es nicht. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich krass. Vielleicht sollten wir Mieke Kröger noch mal fragen, was teurer war. Der Anzug von oder ihre Ballkleider? Da müssen wir mal nachfragen. In der Rubrik Radinspiration ladet ihr wie immer fleißig Bilder hoch und wir zwei schauen uns die an jede Woche und küren drei Gewinner und Platz 3 geht diese Woche an. Bartman21, der ist nach Verletzung und Umzug das erste Mal wieder ein Klassiker gefahren und zwar den Eschborn-Frankfurt-Klassiker für jeder Männer natürlich und war super happy, hat sich bei den Organisatoren und den unzähligen Helfern bedankt. Und zwei weitere Events sind schon gebucht. Lass uns doch auch mal gerne wissen, welche Events das sind. Hoffentlich das Global Bike Festival. Ja, und für deinen Platz 3 und dieses freudige Siegerlächeln bekommst du die GCN-Tasse in klein. So sieht's aus. Und dann kommen wir zu Platz 2. Und der geht in dieser Woche an den guten Erik Füldner. Der hat hier ein Kurz-Kurz-Bild hochgeladen. Und zwar nicht nur er alleine, sondern er war auf einer ziemlich großen Ausfahrt. Das heißt, die Community bei ihm stimmt auf jeden Fall. Und dafür gibt es von uns einmal den klassischen Zipper in der Farbe Blau. Dann mache ich weiter mit Platz 1 und der geht an Finn Giesler. Der hat auch eine Gruppenausfahrt gemacht und zwar mit seiner Freundin und seinem Papa und ist im alten Land unterwegs gewesen. Nice also Bikes auf jeden Fall. Nice Retro-Bikes, er hatte ein moderneres und die haben sich die Obstblüte angeschaut. Die Route, die er gefahren ist, die kann man auf jeden Fall empfehlen. Das Ganze am Deich entlang, also wunderschön, schön gelegen. Danach gab es auch noch einen Kaffeestopp. Und dein Platz 1 ist wirklich sehr gut. Du kriegst nämlich den neuen Corsa Rosa Hoodie, also die GCN Giro Edition und eine pinke Flasche von GCN. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und noch ein pinkes T-Shirt. Pinkes T-Shirt gibt's auch noch. Ja, der Mann, der sahnt richtig ab. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Die erste Grand Tour des Jahres, der Giro d'Italia, läuft und überschattet alles und jeden. Und natürlich wird das Ganze zusammengefasst von unserem Mann fürs Grobe, Paddy mit I. Das heißt, wenn man wissen will, was abgeht, wer in Pink ist, YouTube-Zusammenfassung bei uns auf dem Kanal schauen. Allerdings waren auch noch die 4 Tage von Dünkirchen und diese gingen lustigerweise ganze 6 Etappen. Und gewonnen hat die Gesamtwertung der Belgier Philipp Gilbert, der Altmeister. Der hat auch gleich die 3. Etappe für sich entschieden und ist eigentlich wie der junge Philipp Gilbert da im Bergaufsprint gefahren, hat alle versägt, hat sich da gut positioniert und dann am nächsten Tag, glaube ich, die Gesamtwertung übernommen. Auch noch erfreulich, das Team Alpecin hat 2 Etappen gewonnen. Und der Gianni Vermeersch, also ein Adjutant vom Mathieu van der Poel, der ja ein bisschen Verletzungspech hatte, Sturzpech bei Strade Bianchi, der konnte seinen ersten Saisonsieg feiern, hat mich ziemlich gefreut für den Gianni. Und ja, Gesamtwertung ging an Philipp Gilbert und sein Sieg, oder er hatte schon mal gewonnen bei den 4 Tagen von Dünkirchen. Und der erste und der letzte Sieg, also weil es ja seine letzte Saison ist, die liegen einfach 17 Jahre auseinander. Nur einer war noch ein bisschen länger und zwar Alejandro Valverde, der hat 18 Jahre zwischen seinen Siegen bei der Mallorca Challenge lagen da dazwischen. Und ganz kurz noch eine Anekdote zum Schluss. Guck mal auf die Sockenlänge von Philipp Gilbert. Da sieht man, dass der Mann vom alten Schlag ist. Auch diese Woche gibt es mit dem GCN Plus Abonnement natürlich einiges an Radsport zu schauen. Vor allem natürlich den Giro d'Italia mit Expertenmeinungen. Die ganzen Stars, die haben wir auch hier jetzt gerade getroffen. Die kommentieren das Ganze für uns und das Ganze geht noch bis zum 29. Mai. Ast rein und der Giro hat ja schon Werbung für Ungarn gemacht. Die ersten 3 Etappen haben dort ja stattgefunden und die Tour de Ungarn, die geht vom 11. bis zum 15. Mai, wird ebenfalls übertragen bei GCN Plus. Ja, und dann haben wir eben noch einige Frauenrennen am Start. Am 13. Mai haben wir einmal die Klassiker Feminina de Navarra und vom 13. bis zum 15. Mai haben wir dann noch die Itzulia Woman. Das ist übrigens die Baskenland-Rundfahrt der Frauen, also richtig schweres Gebirge. Dann haben wir noch in Frankreich den 2 Rennen in Frankreich, Grand Prix Plumelec-Mauriban und Trobron-Lyon. Und kleine Anekdote, das sind wir auch mal gefahren. Da gibt es für den besten Fahrer aus der Region, aus Frankreich, gibt es ein Schwein. Ja, einfach ein lebendes Schwein, kein Spaß. Und wer solche Kuriositäten sich in einer Doku-Länge reinziehen will, der sollte auf jeden Fall, Entschuldigung, sich die Doku von Henk und seinem Vater anschauen. Tuscany, the Grand Tourist, also die großen Toskana-Touristen. Henk und sein Vater, jetzt diese Woche auch mit Trailer, lohnt sich definitiv, sich das mal reinzuziehen. Richie, was hast du für die Radsport-News vorbereitet? Ich erstmal selber gar nichts. Wir übergeben heute an Dan Craven, denn der hat News aus Namibia. Hallo, liebe GCN-Zuschauer. Ich bin Dan Craven.
ehemaliger Radprofi, zweimal Olympia-Fahrer im Straßenwettbewerb und sehr stolzer Namibianer. Und ich bin heute hier, um euch von Ongusa Fahrräder mitzuteilen. Das sind Fahrräder, handgefertigt aus Stahl in meinem Heimatland Namibia. Ich bin extrem stolz drauf. Weltklasse-Fahrräder, die da hergestellt werden, wo man es nicht unbedingt erwartet. Wir haben sehr, sehr gute Partner wie SRAM und ZIP und Physik, die uns unglaublich unterstützen. Und wir werden in den nächsten Wochen anfangen, in Drops Fahrräder zu verkaufen. Und hoffentlich könnt ihr uns unterstützen. Mehr findet ihr unter ongusa.com oder auf Instagram und Twitter Ongusa Bicycles. Dankeschön. Die Kommentare waren wieder pickepacke voll von euch und ich habe einige gute gefunden, unter anderem auch auf Twitter über den Fahrradständer-Gate. Aber der von Timo B. hat mir auch gut gefallen. Dass Ritchie, und 86 anderen Leuten scheinbar auch. Ja, dass Ritchie das Konzept eines Fahrradständers wohl noch nicht so ganz verstanden hat. Ja, also da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, es war auch echt ein langer Tag bis dahin gewesen und normalerweise habe ich halt auch keine Ständer am Fahrrad dran, deswegen übe ich da noch ein bisschen mit der Seite und so. Aber wer das gesehen hat, der weiß dann auch ganz genau, dass man mich besser an keinem Fahrrad schrauben lässt. Ja, Tobi, dann du, ne, hier Shots feiert in meine Richtung, Shots feiert jetzt zurück und zwar hat jemand unter das Video geschrieben, wenn ich mir noch einmal so einen Körper vom Beckenrand bei Minute 10 ansehen muss, also deinen, dann wird er garantiert Schlafprobleme bekommen. Das wurde unter meinem Video zum Schlafproblem nach harten Ausfahrten kommentiert. Und da muss ich sagen, Tobi, da stimme ich dem lieben Bolzhoden auf jeden Fall zu. Bolzhoden gefällt mir auf jeden Fall. Aber er sollte doch bitte mal wertschätzen, wie akkurat ich meine Adiletten, meine Badelatschen vor dem Sprung abstelle. Also das stimmt. Das ist doch Abzug von B-Note. Ja, das stimmt. Ja, und dann haben wir auch noch vom Känguru der Profitrick zum KOM-Sammeln. Ist einfach, sich selber ein Segment zu erstellen, was man selber nur kennt. Ich habe das ja mal vorgeschlagen, einfach die Hauseinfahrt zu Hause zu machen und dann quasi alle zu flaggen wegen privatem Eigentum. Also so kann man sich... Einkommen hat man dann auf jeden Fall sicher. Top Vorschlag, Tobi. Ja, nochmal riesen Sorry von The Management. Das Management hat nämlich irgendwie die Kommentarfunktion für die Show von vorletzter Woche verändert. Deswegen gab es da keine Caption Competition. Wir haben keine gesehen. Es gab aber doch welche. Deswegen gibt es in dieser Woche zwei Gewinner für die GCN Elite Trinkflaschen. Und zwar Meaningless gewinnt mit dem Kommentar: Ich, wenn ich sehe, dass es schon wieder kein Speiseöl mehr gibt, herzlichen Glückwunsch zu 100k. Und wer gewinnt in der letzten Woche, Tobi? Der Stavge Uginiu. Tobi und Ritchie, wenn sie merken, dass sie unter dem vorletzten Video keinen Beitrag zur Caption Competition geschrieben hat, auch nochmal fette Sorry vom Assistant, vom Regional Manager Dwight. Aber wir haben auch ein astreines, ja, Trinkflasche gibt's. Wir haben auch wieder ein astreines neues Foto mitgebracht. Und zwar auch von einem Kölner. Von einem echten Kölner, vom Gerald. Vom Gerald Ciolek, der räkelt sich hier lassiv auf einer Latexo-Matratze, würde ich tippen. Die waren, glaube ich, damals Sponsor beim Team Quickstep. Und ja, wer einfach so ein bisschen inspiriert wird von diesem fashion-jungen Mann hier, der kann uns gerne da einen lustigen Hashtag in die Kommentare reinschreiben. Was gibt's denn diese schöne Woche auf YouTube für Qualitätscontent von uns? Tobi, der kommt primär von dir bzw. von uns. Am Donnerstag gibt es die Lebensretter-Serie Teil 2, diesmal nicht Reifen und Schläuche, sondern es geht um die Kette. Und das Video ist wirklich, glaube ich, richtig geil geworden. Ja. Das würde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Das war auch der erste Dreh dieses Jahr, wo es nicht kalt war. Oh ja, das stimmt. Das hat umso mehr Spaß gemacht. Samstag gibt es ein Pro-Bike und zwar von Cameron Meyer, dem Bahnspezialist. Wir haben uns sein Giant-Bike geschnappt und stellen euch das vor. Und Sonntag zeigst du uns, welche Seiten man auf dem Radcomputer braucht. Ne? Richtig, Tobi, du schielst hier immer ein bisschen und brauchst dann noch Tipps. Und deswegen habe ich mir das Ganze mal angeschaut und mal so eine grobe Auswahl zusammengestellt. Am Montag frickelst du dann irgendwas an der SRAM-Schaltung rum. Ja. Da bin ich gespannt, was es da gibt. Und ja, das war's von uns für diese Woche hier aus Bath. Nächste Woche wieder wie gewohnt in gewohnter Qualität aus Deutschland. In Frankfurt sind wir da wieder zurück. Und wir haben uns deswegen auch in die andere Richtung jetzt hier gesetzt, wegen dem Straßenverkehr. Ich komme komplett durcheinander. Also, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.